21 Jahre später fordert der junge Jurist Kramer die Aufhebung des Urteils. Vergeblich. Meine Kollegen, die darüber zu entscheiden hatten, haben das Urteil für völlig in Ordnung befunden. Tja, sie haben praktisch das Mädchen zum zweiten Mal zu Tode verurteilt. Das war 1965. Ich bin angegriffen worden damals. Richtig direkt, weil ich eben in einer Stellungnahme die Aufhebung des Urteils gefordert hatte und es als Unrechtsurteil bezeichnet habe. Was damals Recht war, kann jetzt nicht Unrecht sein. Davon sind Kramers Kollegen überzeugt. Obwohl allein schon das Hinrichtungsbuch von Wolfenbüttel 128 Enthauptungen in einem einzigen Jahr dokumentiert. Was glaubt ihr? Hat sich in dem Zusammenhang heute was geändert? Natürlich nicht mit diesem Unrecht zu vergleichen, das in den Jahren vor 1945 passiert ist und das nach 1945 gedeckt wurde. Aber hat sich denn die Situation, dass Richter andere Entscheidungen der Jure, dem Gesetz nach verteidigen und gar nicht in Betracht ziehen, übergeordnete Prinzipien, und ich möchte es gar nicht von der Würde des Menschen anfangen, als Maßstab heranzuziehen, alles außen vor bleibt, weil die Rechtspflege als solche geschützt werden muss. Wenn ein Richter sich ans Gesetz hält, egal was für einen Unsinn am Ende rauskommt, dann ist das Recht recht gesprochen. Hat sich da was geändert? Ich befürchte, nein.